bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Und? Zufrieden, Karl? Was hätte ich denn tun sollen? Den Mund halten? Mich zensieren lassen? Mich mit Anspielungen begnügen, so wie ihr das macht? Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Cheerio. Gemeinsam könnt ihr eine Armee aufstellen, die mit der Zeit größer wird und dadurch unbesiegbar. Auf Befehl des Premierministers François Guizot, im Namen des Königs, werden Sie des Landes verwiesen. Um wohin zu gehen? Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber der preußischen Botschaft wird das nicht gefallen. Für die habe ich es ja nicht geschrieben. Ich hoffe, dass ich diese alte Welt sehr bald zusammenbrechen sehe. Ich will frei sein. Und ich will kämpfen. Ich glaube, ich habe was verstanden. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wacht auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Und vertrauen niemandem. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit. Aber diese Freiheit ist nur für ihn, nicht für euch. Wir werden nackt sein. Ich werde mich auf sie legen. Sie werden in mich eindringen. Sie sind verrückt. Aber... Was glotzt du mich denn alle so an? Gabriel! Sie kennen meine älteste Tochter. Ja, sie ist schön. Ich will sie nicht belügen, sie ist krank. Sie ist nicht verrückt. Sie braucht einen Mann in ihrem Leben. Sie wollen mich also heiraten? Sie sind wahnsinnig. Ich werde sie nie lieben. Madame Rabascal Gabriel, Sie sind für 6 Wochen hier. Das, woran Sie leiden, nennt man die Steinkrankheit. Guten Tag. Ich mache eine Kur. Ich gehe nie nach unten. Da unten gibt's nur Kranke. Lesen Sie gerade dieses Buch? Ja. Mein Geliebter, dein Körper ist in mich eingedrungen. Ich warte nur. Du hast meine Briefe noch nicht beantwortet. Was habe ich dir getan? Du musst mit mir sprechen. Warum hast du mir nichts gesagt? Wovon redest du? Warten Sie! Was kann ich tun? Und der Herr sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Ferreira ist für uns verloren. Er hat Gott in den Schmutz getreten und ist vom Glauben abgefallen. Das ist nicht möglich. Pater Ferreira hat sein Leben riskiert, um unseren Glauben in Japan zu verbreiten. Mir scheint, dass unsere Aufgabe jetzt dringlicher ist als je zuvor. Wir müssen Pater Ferreira suchen. Ist es denn euer beider Herzenswunsch? Ja. Dann vertraue ich darauf, dass es Gottes Wille ist. Sobald ihr den Fuß in jenes Land setzt, seid ihr in großer Gefahr. Thank you.
Preis für deinen Traum ist ihr Leid. Es ist zu gefährlich. Wir haben um diese Aufgabe gebeten. Auf Schweigen.